Hallo liebe Freunde, hier sind wir wieder bei Travelers Rest. Ja, wir sind hier mal wieder, weil es was Neues gibt. Das wollte ich euch mal zeigen, nicht den Papageien, die gibt es schon was länger. Aber es gibt ein neues Update. Das Spiel entwickelt sich weiter. Und, oh, Teamwork? Hire an employee of each type, okay. Jetzt haben wir hier noch ein paar andere, wahrscheinlich nachträglich kriegen wir noch ein paar Achievements hier. Willkommen bei Version 06.4. Mal sehen, ob wir irgendwann noch in den nächsten 10 Jahren Version 1 erleben. Dieses Update ist so frisch wie eine Seebrise, jawohl. Hinzugekommen sind das Angelsystem. Ha, endlich. Man hat sich schon immer gefragt, warum gibt es hier einen Fluss, aber ich kann nicht angeln. Jetzt gibt es das endlich. Es gibt eine neue Verwendung für den Spaten. Keine Ahnung, was man mit dem da macht. Vielleicht den Gästen über den Kopf ziehen. Neue Zutaten, Rezepte, Dekorationsgegenstände und ein neuer Bereich. Der Strand mit seinem ganz eigenen Charakter. So, du kannst jetzt sowohl im Salz als auch im Süßwasser mit verschiedenen Arten von Angeln, Ködern und Fischfallen Fische fangen. Nutze dein Wissen, um jede Art von Fisch und Schalentier zu fangen und dein Angeltagebuch zu vervollständigen. Also, wir haben überhaupt gar kein Wissen, deshalb wird das schwierig. Was du fischst, kann nicht nur zum Kochen verwendet werden, du kannst mit deinen größten Fängen auch deine Taverne schmücken. Dekoriere deine Wände mit dem, was du fischst. Ich hoffe, der Fisch ist ja nicht noch am Leben. Du kannst nun mit deinem Spaten über Löcher graben. Achte auf die mit X markierten Stellen, benutze deinen Spaten, um alle möglichen Objekte auszugraben. Oh, wir können jetzt auf Schatzsuche gehen. Spaten sind echt extrem wichtig in Spielen. Ich weiß nicht warum, aber in der letzten Zeit hat sich das irgendwie rauskristallisiert. Wir haben auch die Option hinzugefügt, gespeicherte Spiele zu duplizieren. Also falls man mal so einen Sicherheitsspeicherstand haben will, dann macht man halt einen zweiten. Also mit dem Speichersystem war es so immer ein bisschen sehr altmodisch. Wir hoffen, dass dir das neue Update gefällt. Du bist herzlich eingeladen, uns deine Meinung zu in unserem Discord-Server oder Steam-Forum mitzuteilen. Wir freuen uns über euer Feedback. Wir arbeiten dann das Spiel zu erweitern. Blabla. Okay, wunderbar. Also, wir können jetzt endlich Fische fangen. Es gibt neue Deko-Elemente. Es gibt einige neue Dinge und die wollte ich euch auch mal zeigen und beziehungsweise auch mal selber ausprobieren. Ich habe das nämlich auch noch nicht gemacht. Gucken wir uns mal unsere Kneipe mal wieder an. So, wir können, glaube ich, langsam die... Hallo, Papagei, du lebst ja noch. Ja, jetzt hat sich das so schön für Weihnachten geschmückt. Miau. So lange habe ich auch nicht mehr gespielt. Ich habe extra hier die Lampen. Mist. Naja, ich lasse es erstmal so. Mal sehen, ob wir eine Osterhasen-Deko kriegen. Dann dekoriere ich hier um. Zumindest haben wir jetzt hier so schöne gruselige Gegenstände. Hier kann man jetzt alle nicht mehr benutzen. Naja, wir müssen eh mal gucken, was wir hier... Ach, hier hängt auch noch eine Socke. Boah, ich muss komplett umdekorieren. Ist ja furchtbar. So, hier hat man... Ah, hier gibt es auch neue Icons, sehe ich gerade, oder? Pfeffer sah vorher nicht so aus. So, schauen wir mal. Das scheint alles dasselbe zu sein. So, Fischbrühe gibt es jetzt. Aha. Gefüllte Auberginen ist ja widerlich. Okay, das kann man jetzt auch machen. Was? Gyozas? Bratfisch. Früher gab es einfach nur ein Fischgericht. Jetzt gibt es da auch mehr. Die müssen wir natürlich wahrscheinlich wieder erstmal entdecken und freischalten und pipapo. Rinderländer, das ist aber auch neu. Weihnachtsbaumstamm? Hä? Ich kann Weihnachtsbaumstamm essen? Keine Bäume kann mir... Achso, so ein Baumkuchen. Das ist ein bisschen verwirrend. Schokolade! Wir können Schokolade machen. Weihnachtskarotten. Ich kann trotz allem noch hier Panettone, Weihnachtsgerichte machen. Ein komplettes Schwein können wir hier braten. Oh Gott. Ich kann ja, wenn ich das will. Pilze mit Sahne. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Pilze mit Sahne. Hat man das nicht auch in dem anderen... Kneipenspiel war immer sehr beliebtes Gericht. Maiskolben ist auch neu, okay. So, dann haben wir da jetzt hier endlich mal so ein bisschen Ordnung drin. Wir können jetzt hier sortieren zwischen Gemüse, Fleisch, Fisch, Pipapo. Hier haben wir natürlich jetzt noch nicht wirklich viel gekochte Meeresfrüchte. Das sind irgendwie alles, was übrig geblieben ist. Bratfisch. Staunlich, wie vielen Spielen Angeln jetzt wichtig ist. Also, da mag ich noch nicht mal Fisch, außer diese viereckigen Klötzchenfische. Diese gelben. Nussriegel können wir jetzt auch machen. Okay, können unsere eigenen Proteinriegel jetzt hier fertigen. So, sehr interessant. Also viele neue Möglichkeiten gibt es hier. Was machen wir hier Neues? Das ist, glaube ich, gehackter Fisch. Sehr klein zerstückelt. Okay, gehackter Fisch. Gut, da müssen wir erstmal einen Fisch für haben, natürlich. Flump. Ja, zumindest mal wenigstens kein Fischbier jetzt, hoffentlich. Weizenferment. Aha. Ja, nix. Okay, wir haben also so relativ wenig, was wir hier mal machen können. Das einzige wäre Starkbierwürze. Dann setzen wir das mal an, können wir jetzt nochmal ein Starkbier brauen. Ist noch alles von Weihnachten übrig geblieben. So, dann müssen wir gleich mal das neue Gebiet
suchen. Ich weiß gar nicht, wo. Wie kriegen wir eigentlich jetzt eine Angel? Weiß das einer? So, das müsste schon fertig sein, oder? Ja. Wo kann man das wenigstens hier? Der Käse riecht auch schon so ein bisschen, aber liegt auch schon seit Weihnachten hier. Kann ich alles haben. So. Das Fass ist leer. Okay. Was können wir hier machen? Welche Plörre sollen wir zuerst rein tun? Whisky? Dann sind die direkt alle besoffen. Das ist dann ein bisschen ein Nachteil bei dem Ganzen. Ich bleib's erstmal beim Wasser. Und dann machen wir hier ein leckeres Pilzkit rein. So. Fischbrühe. Naja, wer es mag. Tun wir die mal da rein. So, sonst haben wir jetzt hier auch nichts. Können wir noch irgendwas Sinnvolles kochen jetzt hier? Fleischspieße gingen. Eine Fleischlasagne. Da müssen wir mal schauen, was wir hier überhaupt jetzt in den Trends haben. Aktuell. Das war laut. So, ach, guck mal an. Fleischspieße, Wurst. Und alles, was mit Gerste oder wilden Kräutern ist. Apfelwein, ja, bis ich den gemacht habe, ist der Trend wieder rum. Tasse Tee, Fleischspieß und Wurst. Eine Tasse Tee ist nämlich auch nicht schlecht. Sind besser als nur Wasser. Aber da fehlen uns Teeblätter. Na gut. Aber Fleischspieße können wir sonst mal machen. Fleisch haben wir genug. Machen wir Hühnchen. Hühnchenspieße mit Tomaten. Lecker. So, das rutschelt schon mal. Da müssen wir uns doch mal Tee besorgen. Na, Mietzekatze. Und du? Darf ich dir schon mal einen Keks geben? Ne, weiß ich nicht. Dann geht's gut. Okay, so. Oh, Tannenbaum. So, wie sieht's hier draußen aus? Hier stehen noch unsere gruseligen Sachen von Halloween. Okay. Why not? So. Hier noch irgendwas? Da hat sich jetzt nichts so geändert. Das ist. Okay. Wichtige Kunde. So. Türsteher, Hausmeister. Lassen wir mal alles so. Die haben sich hier bewährt. Hier was gießen. Keine Ahnung, war ja schon länger nicht mehr hier. Das ist komisch, schon. Anscheinend müssen wir nichts gießen. Und das Ding hier. Was ist mit Plüm? Plop. Und das Geräusch, okay. So, wo kann ich jetzt hier was ausgraben? Ist denn jetzt hier ein X auf der Karte? Oder ein bisschen Specht, okay. Ein Specht. Stand jetzt nicht in den Patch Notes. Okay. Hier kein X auf der Karte. Gut. Kommt ja auch nur alle Jubeljahre mal vor, weiß ich nicht. Hier sehe ich jetzt so nichts, aber dann gibt es ja woanders auf den Karten. Und dann gehen wir mal in den Süden. Oder? Ne, vielleicht muss ich erst noch eine Angel kaufen. Damit wahrscheinlich hier irgendwo geben. Was gehört das dann wohl jetzt hier? Landwirtschaft. Speisen. 40 Bäume. Wir können Bohnen sehen. Chili. Das ist auch neu. So, was haben wir denn noch hier? Eine Reiskörner. Roter Tee. Gibt es da noch unterschiedlichen weißen Tee? Ach, guck mal an. Das haben sie ausgebaut. Vorher gab es einfach nur Tee. Gibt es auch grünen Tee? Man kann nicht grünen Tee. Zwiebelsamen. Zuckerrohr, weißer Tee, roter Tee, rote Beete. Okay, das ist mir doch auch ganz schön viel geworden hier. Grüner Tee, ja, guck mal an. Können wir uns da mal gönnen? Was ist das für sich Baumsetzling? Hier gibt es anscheinend so nichts Neues. Mal schauen, Möbel. So. Sieht auch so aus wie immer eigentlich.
Deko. Was gibt's denn da noch Neues? Verschiedene Teppiche. Das ist irgendwie, glaube ich, alles so wie immer. Lappen. Was soll ich mit dem Lappen eigentlich? Ich weiß nicht. Lilien, das haben wir alles schon. Tralala. Teddybärchen haben wir auch. Vogelscheuche haben wir. Wandkalender zu Franzis Banner. Hier scheint so nichts Neues zu geben. Okay. Bierbraune Speisen. Cashewkerne, das ist jetzt auch neu. Okay, Bohnen. Ja. Erdnüsse. Wir können Bohnengerichte machen. Okay. Gibt auch grüne Bohnen. Haselnüsse für die Eichhörnchen. Sehr schön. Kokosnüsse für die großen Eichhörnchen. Mandeln. Als gibt hier, ist ja der Wahnsinn. Schwarzer Tee, ach guck mal an, gibt es hier auch fertig schon. Na gut, da muss ich noch ein bisschen warten. Was steht hier? Intensives Aroma und hoher Koffeingehalt. Und hier waren schon doch die Beschreibung so ein bisschen überarbeitet. Sie wachsen unter der Erde, Rübe. Okay, gut zu wissen. Okay. Hier sehe ich so keine Angel. Müssen wir die erst noch selber bauen, kann natürlich auch sein. Aber wir kaufen erstmal ein bisschen was ein. Gehen wir mal weg hier von dem Grid hier. Dann hier das übliche Zeug. Blöpp, hier scheint auch alles gleich zu sein, immer. Okay, vielleicht kann man es auch irgendwann von dem NPC kaufen, kann natürlich auch sein. Jetzt sieht das sieht alles wie immer aus. Okay, dann gehen wir mal gucken. Im Süden gibt es ja ein neues Gebiet. Schauen wir mal an, ob wir das finden. Geht ja aber schön in so einem Programm auch irgendwann, wenn sich ja was tut und nicht das ewig im Early Access bleibt. Mal kommen. Ach, guck mal, hier können wir graben. Aha. Das geht nicht. Ich brauche ein Werkzeug, um es auszugraben. Ja, du Schlauberger, nimm noch die. Warum? Ich habe einen Sandwurm gefunden. Juhu! Okay, können jetzt Würmchen ausgraben. Das ist spannend. Wilde Kräuter. Hier gibt es Blümchen. Okay, können wir die pflücken. Was ist das? Aromatische Pflanzen. Das ist natürlich ein sehr weiter Begriff. Jetzt haben wir nochmal wilde Beeren. Vorsicht, die beißen. Blümchen bewegen sich jetzt hier auch. Auch nochmal so wildes Zeug. Verrückt. Na komm. Zieh die nicht so. Zack. So. Mäp, mäp. Die Entchen, die können wir ja auch. Oh, die können wir nochmal buddeln. Nochmal Würmchen. Ah, ich vermute mal, dass das mit Angeln was zu tun hat. Bin mir aber noch nicht so ganz sicher. Muss man erstmal evaluieren. So, die kommen ja nicht weiter. Schade, dass man hier nicht direkt angeln kann. Oder? Mal sehen. Vielleicht angeln wir dann eine Ente oder so. Schauen wir mal. Das sieht doch nicht nach Strand aus hier. Gibt es eine neue Musik hier? Hört sich so an. In der Taverne, in der ich früher getrunken habe. Der Wein floss in Strömen und das Bier auch. Und danach die Kotze auch. Naja, gut. Dodado. Hier ist ja wieder kein Mensch. Oh. Ich hab eine Arbeitsmoral. Wie soll der Laden hier laufen, wenn da nie einer drin ist? Leute. Hallöchen. Okay, das kennen wir alles schon. Wir können so mal ein paar neue Zahlen zumindest mal wieder einbauen. Bräuchte man jemanden, der ein bisschen was schreibt, glaube ich. Jetzt beschwer dich mal nicht. Wie sieht's hier? Oh, hier können wir auch nochmal graben. Wir buddeln hier alles aus. Wurm. Okay. Überraschend. So, wie sieht's bei euch aus, Kollegen? Warum schlecht bezahlen? Nugget hilft mit Finanzen. So. Dass ich das mit seinem Vater irgendwann mal aufklären wird. Ja, haben wir jetzt noch nichts Besonderes. Okay, macht's gut. Immer ein paar Pilze. Okay. Flump. Schon mal hier sind, nehme ich die mit.
Oh, hier geht's weiter. Da war bisher immer gesperrt. Oh, hier gibt's sogar sowas wie Palmen, wie es aussieht. Und so ein Vogelding. Eine Möwe. Hm? Okay. Gibt's so Holzzeugs rum. Oh, oh. Was ist denn hier? Hier sind, ach, das sieht ja nice aus. Hier ein Schiff. Okay. Das müssen wir uns aber mal aus der Nähe angucken. Aber ich gucke erstmal noch mal hier. Was ist das hier? Klohäuschen? Okay, können wir hier die... Oh, tatsächlich. Wir können die Palme schütteln. Wir können Kokosnüsse ernten. Ja, das ist ja... Das ist ja ein Ding. Kann ich auch Möwen schießen oder so? Nee. Das machen wir natürlich nicht. Oh, was ist das denn? Da auch. Wilson. Ich dachte, Wilson wäre ein Stein. Hallo Freund, es ist eine Weile her, dass ich hier ein neues Gesicht gesehen habe. Wenn du etwas zu trinken möchtest, denke ich, ich habe ein paar Bier zu Hause. Mein Haus ist gleich dort drüben. Übrigens, ich bin Wilson. Schön, dich kennenzulernen. Aber die Leute direkt einen voll labern, okay? Ja, das ist kein gebräuchlicher Name hier. Ich kam vor ein paar Jahren in das Königreich und blieb, um meiner Leidenschaft der Kunst nachzugehen. Seitdem lebe ich an diesem Strand und genieße die kleinen Freuden des Lebens. Jetzt hast du dein Haus. Es ist großartig. Ich habe es noch nicht gesehen, aber wir sagen das einfach mal. Vielen Dank, ich habe es mit eigenen Händen gebaut. Das ist dann vielleicht kein Palast, aber es ist alles, was ich brauche. Ein Ort, der mich warm hält und dem ich meiner Arbeit nachgehen kann, ist mehr als genug für mich. Du bist ein gerundeter Stein, okay. Nach dem Schiffbruch konnte ich den Großteil der benötigten Materialien retten. Die ersten Monate waren ein bisschen hart, aber jetzt, wo es fertig ist, glaube ich, das war es wirklich wert. Jetzt einfach nur da oben langlaufen können, dann wärst du in meiner Kneipe gelandet. Schiffbruch? Welcher Schiffbruch? Ach, ja, ich bin zufällig hier angekommen. Ich war auf einer Expedition mit anderen Forschern, als ein Sturm einen Riss in den Rumpf unseres Schiffes schlug. So erlitten wir Schiffbruch mitten auf dem Ozean. Warst du bei Curious Expeditions unterwegs? Das ist alles, an was ich mich erinnern kann. Als ich wieder zu Sinn kam, war ich an diesem Strand und beschloss, ihn zu meinem Zuhause zu machen. Du hast nicht daran gedacht, zurückzugehen? Das ist sehr lustige Sache. Ich liebe mein neues Leben. Ich kann den Tag verbringen, wie ich will. Schreiben, malen oder einfach in der Sonne liegen. Alles ist möglich. Okay, Probleme mit dem Finanzamt scheint ja nicht zu haben. Gut. Als ich merkte, dass ich allein überleben konnte, entschied ich, dass ich nie in mein altes Leben zurückkehren würde. Die Wunder der Welt sind da, um sie zu genießen. Nicht nur, um sie in einem traurigen, kaputten Manuskript zu lesen. Okay, gescheiterter Autor. Das ist immer schwierig, Leute. Verstehe, schön, dich kennenzulernen. Schön, dich kennenzulernen. Komm jederzeit vorbei. Zeit mit seinen Freunden zu verbringen ist eine der vielen schönen Dinge im Leben. Da ist ja eigentlich gar keine hier, oder? Naja. Vielleicht werden uns ja noch anfreunden. Schauen wir uns erstmal hier weiter um. Wilson. Okay. Was ist das? Blub. Wir haben eine Alge gefunden. Juhu. Und das hier eine Muschel. Okay. Ich will jetzt Muschelgerichte machen oder sowas. Blub. Warum? Ein alter Stiefel? Das ist eine Zutat? Was koche ich denn damit? Okay, dann, gut, er hat schon öfters gesagt, dass die Schnitzel wie alte Schuhsohle schmecken, aber dass sie auch wirklich daraus sind. Ganz neue Möglichkeiten, okay. Oh, ich kann hier durchlatschen. Laufe ich dann auch gleich ab, hier. Bert ist ertrunken. Das war's mit dem Spiel. Dann gehen wir mal weiter. Hier aufheben? Ein Dings. Weiß ich, kann ich nicht aufheben, weil mein Inventar ist voll. Shit. Warum habe ich hier Wasser? Man weiß es nicht. Dann möchte ich lieber die... Da ist noch eine. Eine Miesmuschel. Ah, okay. Da auch eine? Ja, das sieht wie Mineralien aus. Okay, was ist das hier? Oh, ein Geheimnis. Hier kann man noch eine Höhle irgendwann. Schön, dass sie jahrelang hier irgendwas anteasern, wo man dann ewig braucht, bis man da hinkommt. Aber gut, jetzt haben sie zumindest mal das hier eingebaut. Wir können richtig weit hier reinlaufen. Okay. Schwimmen kann ich ja nicht, anscheinend. Why not? Gut. Gucken wir mal. Oh, ein Ruderboot. Das benutzen? Nee. Haben wir einen Steg? Ein Steak, Nanu. Aber wir haben sogar ein bisschen hier. Ein bisschen Unterwasserlandschaft, wie das hier aussieht. Okay. Nice. Oh, was ist das? Hallo?
fressen sie. Ikari. Ich werde dich finden, auch wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ich werde dich finden und... hey, was machst du da? Warum schlafst du so? Brauchst du etwas? Sieht jetzt die Anime-Charaktere aus. Genießt du deinen Angeltrip? Genießen! Genießt dein Schwert es! Genießt ein Schwert es durch seinen Feind zu stechen! Genießt ein Speer es geschärft zu werden! Nein, dieses Privileg habe ich vor langer Zeit verloren! Beißen sie wenigstens? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Hast du nicht Besseres zu tun, als mit mir zu reden? Ja, entschuldige dich, dich gestört zu haben. Diese Pampe. Okay. Bist du immer noch da? Komm ich denn jetzt an der Angel, Blödmann? Okay, der will mir wohl keine geben. Da werden wir noch dahinter kommen. Da ist er wieder. Hallöchen! Hast du den Zustand des Strandes gesehen? In letzter Zeit bringt die Flut immer wieder alle Art von Müll an die Küste. Bei den Göttern letztens habe ich eine Perücke gefangen. Sicher, dass es eine Perücke war? Eine Perücke? Wie ist das möglich? Ich benutze normalerweise den Müll, den ich finde, für meine Kunstwerke, aber das geht zu weit. Ich finde immer weniger nützliche Dinge zum Recyceln. Ich habe eine Idee. Warum bringst du mir nicht den herumliegenden Müll, den du findest? Ich kann diesen für etwas Tolles oder Informationen zu den Fischern hier im Königreich verkaufen. Immerhin war ich vor dem Schiffbruch ein großer Meeresbiologe. Meeresbiologe? Klingt gut. Super, hast du die riesige Truhe gesehen, die ich zu Hause habe? Du kannst den Müll einfach hineintun, wenn ich nicht da bin, und erhältst die Siegel im Gegenzug. Wenn du genug hast, werde ich sie gegen alles tauschen, was du möchtest. Oh, wir haben beide was davon und säubern das Meer dabei. Alle profitieren davon. Okay, ein Ökoschiffbrüchiger. Interessant. So, das hier ist seine Bude, oder was? Oh, nice. Okay. Eieiei, wie sieht's ja aus? Der hat auch diesen Schädel-Kerzenhalter. Die waren wohl im Angebot auch. Ist das hier? Ach, das ist diese. Ich habe gar nichts gemacht. Okay. Wilson Siegel. Wilson tauscht sie mit dir gegen alle Arten von Gegenständen. Ich klicke hier einfach nur drauf. Ich kann ja also gar nichts großartig auswählen. Er hat also die Schuhe jetzt ganz automatisch ausgetauscht. Ach, ich habe hier noch. Okay. Wilson Siegel. Bond. Interessante Einrichtung. Da haben die jetzt ein halbes Jahr lang gearbeitet. Wahrscheinlich. Ach, hier geht's ja noch weiter. Hab ich nicht gesehen. Hey, you. Ich habe es langsam satt, immer nur Fische und Bären zu essen. Denkst du, ich sollte mir einen kleinen Gemüsegarten mit ein paar Fässern als Blumentöpfe bauen? Ich würde lieben gern mal wieder Tomatensauce essen. Da kommt doch mal in der Kneipe, du Trottel. Laden. Ah, gibt's ein Aquarium mit Antennenfeuerfischen? Clownfisch ist, da sollte man mit Dave the Diver reden. Ein Seepferdchen-Aquarium. Eine professionelle Lampe. Oh. Ja. Bilder der Anfänge. Eine Reihe von Gemälden, die das Königreich von Rilia darstellen. Ach da, Rilia, klar. So. Ob er Walisch spricht? Paletten, Dr. Fisch. Das erinnert mich jetzt an irgendwas, ich weiß nicht. Ein Falterfisch, tropischer Fisch in schönen Farben. Ich dachte, du bist gefaltet. Okay, interessante Sachen gibt's hier. Blasen. Tauchhalm. Okay, hier gibt's. Oh mein Gott, der Deko-Fan kann sich austoben. Perlenuntersetzer, wie schön. Muschelkerzenhalter, die brauche ich. Ich habe aber kein Zeug für. Ein Wahlgesangsbox. Musikalische Box mit tiefen, beruhigenden Melodien. Oh. Oh, okay. Ja, wir müssen Müll sammeln. Müll. Pennt er hier. Okay. Kann man hier hochkrabbeln? Genau, der. Ja, leg die einfach mal hin. Ist egal, ob hier ein Fremder rumläuft. Okay. Kannst du noch was reinwerfen? Dass man nicht wirklich handeln kann. Niemand, ich habe so viel Krempel, den ich verkaufen könnte. Okay, nice. Schwupp. Spannend, so was haben wir. Oh, hier können wir noch was ausbuddeln. Was ist das hier? Diesmal kein Wurm. Was habe ich hier eigentlich? Ein pflanzliches Fleisch. Oh. Kohle. Ah, Mist, ich habe so viel Zeug. Weiße Champignons, ich nehme hier. Algen.
So viel Kram hier. Ist ein bisschen blöd. Aber gut, müssen wir nochmal wiederkommen. Das ist wahrscheinlich wieder eine Miesmuschel. Sind eh mies. So, hier geht's nicht weiter. Gut, dann war es das hier, oder? Können wir jetzt nochmal ein bisschen Füße nass machen. Platsch, platsch. Da war kleine Muscheln. Ja, nett gemacht, muss ich sagen. Das sieht echt hübsch aus. Dieses Schiff hier, wo der drin wohnt. Also die Gebäude sind ja schon immer nett gemacht hier. Da kann man nichts gegen sagen. Haut ab hier. Eine Kokosnuss, eine Kokosnuss. Er hat die Kokosnuss gebraut. Mit Weizenbier. So. Dann ist ja mit diesen fiesen Typen mit der Angel. Kann ich da jetzt mal... Ist er noch da? Was gibt's denn hier eigentlich? Hier liegt eine Angel. Warum kann ich die nicht haben? Ja, aber alles tut mir leid. Ich wollte nicht so unhöflich sein. Es ist nur... Ach, was auch immer. Ich möchte mich vorstellen. Ich bin Hikari, Tochter von Kyayaku. Ach so. Hoffentlich habe ich dich nicht verärgert. Die von Kyayaku. Wenn du fischen willst, fühl dich nicht von mir gestört. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, wäre es tatsächlich schön, ausnahmsweise etwas Gesellschaft zu haben. Okay. Danke, aber ich weiß nicht, wie man fischt. Ich bin doof. Ich bin Kneipenwirt. Ich ist das besser so. Glaub mir, du weißt nicht, was... Die hat aber auch irgendwie ein Problem. Okay, okay, okay. Captain Iglo-Trauma. Schau mich so an. Siehst du die alte Angel neben mir? Du kannst sie nehmen, wenn du willst. Es ist keine Schönheit, aber für den Anfang wird sie reichen. Jetzt das Ahab-Syndrom, okay? Ich hab Nagel! Juhu! Rot, Rot. Was? Obtain your first fishing rod. Ich hab mein Inventar vorhin, hab ich schon mal gesagt. Shit. Shitty. Na komm, scheiß mit dem Wasser. Hier, wir öffnen das Wasser mal ins Wasser. So. Kann ich die Angel aber nicht nehmen. Ah, shit. Ey, das ist ja doof jetzt so ein bisschen. Jetzt habe ich die. Ich habe eine zerschlagene Angelrute. Okay, Lektion 1. Deine Beute auszutricksen. Musst du den richtigen Köder wählen. Es gibt verschiedene Fischarten im Königreich und jede von ihnen ernährt sich von einem Typ von Köder. Der Typ von Köder, ja, der ist. Wer ist der Typ? Es gibt auch weitere Faktoren, die das Fischen beeinflussen. Welche Fischart du fängst, hängt von dem Köder, der Jahreszeit, in dem wir uns befinden und dem Standort, an dem du fischst. Hab verstanden? Also dem Mond, welches Dio du benutzt, ob du die Zähne geputzt hast. Ja. Wenn du nach einigen Versuchen siehst, dass nichts anbeißt, dann erfüllst du nicht alle Angelvoraussetzungen. In diesem Fall solltest du den Köder tauschen oder zwischen Salz und Süßwasser wechseln, um zu sehen, ob du dann mehr Glück hast. Oder bist einfach ein Idiot. Okay, Lektion 2. Eine Angel ist nicht nur ein Werkzeug, sondern eine Erweiterung deines Körpers. Wie ist die Balance? Bietet sie einen guten Halt? Ich wollte die Angel nicht heiraten. Hallo? Ich, ja, klar. Gut, je höher die Qualität der Angel, desto einfacher wird es sein, Fische zu fangen. Schlechte Angeln können die schwersten Fische nicht fangen. Wenn du also das Gefühl hast, dass du ständig Probleme mit dem Fangen hast, musst du deine Strategie ändern. Die habe ich eigentlich immer. Köder oder Zone wechseln, richtig? Was ist eine Zone? Genau, es klingt so, als ob du den Dreh raus hast. Also lass uns die Praxis übergehen. Hier, in dieser Ködertasche hast du ein bisschen von allem, was du zum Beginn brauchst. Ich empfehle die Kunstköder. Sie sind von bester Qualität. Wenn du die Angel verwendest, drücke Q und wähle den Köder aus. Wirf den Schwimmer in das Wasser, indem du E drückst und wachsam bleibst. Du wirst bald sehen, wie die Fische beißen. Ja? Oh, nee. Hab ich schon mal gesagt, mein Inventar faul ist, verdammt. Okay. Wo sind die Angeln jetzt hier? Sind die eigentlich so schon? Ich hab doch Würmer, oder? Das ist jetzt so ein bisschen schwierig. Komm schon mit der Kohle weg. Können wir eh neu. Ganz die Fasern, können wir auch weg. Mist, die muss ich woanders hinwerfen. Wir müssen das Meer verschmutzen. Das hilft nichts. Davor, dass ich das gewusst. Ist da schon wieder Wasser. Ja. So, weg mit euch. Warum hab ich so viel Wasser? Geh weg, Wasser! Pfui, aus! So, jetzt habe ich... Was ist das denn für ein ekliger Wurm eigentlich? So, Kuh. Was ist das hier? Was ist das? Meeresfrüchteköder, Fleischköder, Wurm. Geht das? Bleib fokussiert auf den Schwimmer. Der Fisch wird zunächst subtil anbeißen, bis er schließlich den Schwimmer versenkt. Wenn das passiert, ziehe mit E schnell deine Angel und bereite dich auf einen Kampf vor.
Aber will ich hier Moby Dick angeln oder was? So! War es das schon? Nee, war spannend. Ja, gut. Versuchen wir es nochmal. Na? Ups, jetzt! War das schon der Kampf? Ich habe nichts gesehen. Okay. Aufregend. Schwierig. Ich kann doch nichts davon alles wegschmeißen. Ich brauche das alles. Ach komm, scheiße auf die wilden Bären. Nee. Ich habe hier alles vollgemüllt gleich. So, das ist jetzt Meeresfrüchteköder. Ist das schon wieder? Also. So, Kunstköder. Okay, Kunstköder. Ist der hier? Plöpp. So, jetzt? Wow, was für ein Kampf. Jetzt, ich bin total erschöpft. Das war ein langwieriges Geschäft. Wie lange muss ich hier stehen? Okay, vielleicht mache ich das auch zu früh. Sind die Köder irgendwann weg? Keine Ahnung. Nee, das hat gar nichts gebracht. Das zeigt aber auch nichts an hier, ne? Irgendwie beißen sie heute nicht so. Na? Nee, da beißt so gar nichts. Okay. Also mache ich irgendwas falsch. Du hast einen, bewege den Indikator, indem du die Maus seitlich bewegst, und wenn du über den Fisch stehst, halt die linke Maustaste, um die Angel einzuholen. Wenn du es schaffst, die Leiste unten zu füllen, wird der Fisch dir gehören. Was? Davon hast du eben nichts gesagt. Was soll ich denn hier? Es geht nur beim Fangen mit diesem der Maus, okay. Ja, Angeln macht Spaß. Ja, ist super. Schönes Hobby. Aufregend. Da beißt doch überhaupt nichts. Oh, Quatsch. Ja. Aber noch von diesen Kunstdingern da. Ja, die hat ja auch noch nichts gefangen die ganze Zeit. Und erzählt mir irgendwie, wie großartig sie fischt. So, alles Humbug. Mich länger warten. Weiß ich nicht. Wenn es zuckt, denke, da muss ich reinziehen. Mein Gott, wie viel Uhr haben wir denn schon? Eigentlich nicht irgendwann ins Bett. Hier weiß nichts. Okay. Klappt nicht so super, aber das müssen wir noch mal ein bisschen weiter üben. Achso. Wie mache ich das jetzt? Ja nicht zurückgeben. Wir müssen bis zum Ende weiter fischen hier anscheinend. Man sieht ja auch nichts im Wasser, ne? Und sie ist nirgends um Fisch zu sehen. Also das kann noch dauern. Da kommt nichts. Nö.
Vielleicht probieren wir auch nochmal einen anderen Köder. Hier sind. Lampe. Den klassischen Wurm. Ich würde die Fische hier mögen. Oder ist die falsche Stelle hier? Ich muss irgendwo anders hin. Ob man vielleicht einen Fisch sieht oder so? Nee. So werfe ich die raus. Zieht es auch von selber rein. Muss dann gar nichts machen. Also so richtig funktioniert tut es noch nicht, okay. Nö, ich glaube, ich drücke, das funktioniert nicht. Okay, zumindest beißt hier nichts, aber man muss wirklich sehr viel Geduld haben, keine Ahnung. Gut, oder es funktioniert noch gar nicht. Heute kam das Patch, also das Update erst. Vielleicht funktioniert es noch nicht wirklich, kann auch sein. Also mehr als A drücken, wenn es runtergeht, kann ich eigentlich auch nicht. Nö, an sich weiß nichts. Aber gut, dann werden wir dann später mal schauen. Ja, für euch wird es ja dann auch langweilig irgendwie. So richtig funktioniert es nicht. Gut. Und dann gucken wir mal beim nächsten Mal, wie es hier weitergeht. Auf jeden Fall haben wir hier ein paar schöne neue Sachen. Wir haben ein schönes neues Gebiet hier auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier unseren Müllsammler. Den können wir auch noch ein paar Sachen geben für, ja, Dekos. Hier können wir dann den nächsten Fische fangen und grillen und alle möglichen neuen Gerichte machen. Also hier geht es auch wieder ein bisschen weiter. Für die Leute, die hier vielleicht längere Zeit nichts mehr gemacht haben, gibt es vielleicht nochmal einen Grund, wieder reinzuspielen. Auf jeden Fall eine schöne Sache. Endlich gibt es hier wieder ein bisschen neues Gebiet und ein paar neue Sachen zu tun. Hier in Traveler's Rest. So, jetzt werde ich mich noch weiter mit den Fischen rumplagen. Würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da und ein Abo vielleicht, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann bis zum nächsten Kneipenbesuch hier bei Bert, dem bärbeißigen Fischfänger. Bye, bye.